Jo, hallihallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zurück zu Disney Dreamlight Valley. Und ihr seht schon, die Tomaten sind reif, es hat gerade geploppt. Jo, also, wir haben ja in der letzten Folge genau an dieser Stelle aufgehört. Ich habe das Inventar noch genauso, wie es war. Und Maui, der kommt natürlich auch wieder gucken hier. So, wir machen nicht alles kaputt. So, dann werden wir mal gleich das Säckchen öffnen hier. Und ich werde mich dann mal umziehen, das Inventar nochmal leer machen. Ein schwarzes BFFT-Shirt. Sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Gut. Dann räumen wir jetzt das Inventar mal aus und gucken gleich mal. Wir wollten ja für Maui auch, genau, wir können uns die Tomaten erstmal ernten. Kommando zurück. Wir ernten erstmal die Tomaten. Dann können wir endlich für Maui das Ganze abschließen. Was denn jetzt? Achso. Ne, die Schippe wollte ich nicht nehmen. Die brauchen wir jetzt nicht. Hier können wir nochmal gießen, ne? So, dann, jetzt kann ich das Inventar aber aufräumen. So, Leute, ich habe das Inventar aufgeräumt und mich umgezogen. Wie gefällt euch mein neues Outfit? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Schöner weihnachtlicher Pullover, ne? Und mal was anderes auf dem Kopf. Ein Turban und die Sonnenbrille habe ich auch gewechselt und die Schuhe auch. Gut. Dann wollen wir mal für Maui das 5-Sterne-Gericht kochen. Wir wollten ja Ratatouille kochen, ne? Und da ist er! Jawohl! Dann können wir uns jetzt endlich mal unsere Spitzhackenverbesserung abholen. Sehr nice! Gut, dann wollen wir gleich mal Maui suchen. Da ist er ja. Den brauchen wir gar nicht lange suchen. Der Poster schon wieder, ne? Der alte Poser. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Das glaube ich dir, Maui. Danke, Jens. Das riecht köstlich. Okay, jetzt kommt das Großartige. Gib mir deine Spitzhacke. So, das war's. Eine verbesserte und robuste Spitzhacke, die von mir verstärkt wurde. Yes. Jetzt ist sie stark genug, um sich durch alles Mögliche zu hacken. Komm schon, du lahme Ente. Holen wir uns, was auch immer in den Trümmern des Sturms steckt, die ich dir gezeigt habe. Okay, bis bald. Folge Maui zu den Trümmern. Das sind die Trümmer da hinten, ne? Jawohl! Was haben wir denn da bekommen? Gucken wir gleich mal. Zerbrochener Sandstein. Ein kaputtes Möbelstück. Es ist aus Sandstein gemacht. Sprechen wir gleich mal mit Maui. Mhm. Also, was hast du gefunden? Ein Stück Sandstein, hm? Oh. Oh, das erinnert mich an etwas. Ich habe vor dem Vergessen dem
dem Dreamlight Valley das Feuer gebracht. Es gab eine schalenförmige Feuerquelle aus meinem Ozean, aber ich habe sie nirgendwo gesehen. Ja, das ist mein nächstes Geschenk an das Dorf. Wir werden sie nachbauen. Was sagst du dazu? Kannst du das nicht selber machen? Nee, wir sagen dann mal los. Ich wusste, dass ich dich mögen würde. Ja, ja. Okay, jetzt hör gut zu. Benutze dieses Stück Sandstein, um eine neue herzustellen. Du brauchst auch etwas Sand, Steine, Kohle und rote Blumen. Wie diesen Bartfaden auf dem Hauptplatz. Wenn du alles hast, baue es auf deiner Werkbank zusammen. Danach stellst du die Feuerquelle, inspiriert von meiner Wenigkeit, irgendwo im Dorf auf. Danke, Zwerg. Gut. Das machen wir aber nicht gleich. Wir werden jetzt erstmal gucken, was sich hier so alles versteckt. Und dann geht's in den Wald, ne? Da haben wir ja auch noch einiges zu erledigen. So. Dann nehmen wir uns mal die gute Spitzhacke. Oh, wow, wow. Ja, sage ich doch. Jede Menge Sand, ne? So, sehr gut. Den brauchen wir für Goofys Aufgabe auch, ne? So, Mickey hatten wir aber in der letzten Folge mit. Und ich möchte da hinten noch das Stück Sandstein holen. Das Rätsel der gestohlenen Socke. Ach so. Das war eine Socke für Dagobert. Nein, Donald. Donald. Ne? Finde den Dorfbewohner, den der schleimige Strumpf gehört. Deswegen hat er auch so geschimpft, weil er seine Socke wollte, hä? Wo ist denn der Gute? Der wird bestimmt bei seinem Onkel. Nee, der ist am Teich. Gut, der kommt in Richtung uns, glaube ich. Der wird seine Socke schon gerochen haben. Lol. Wieso hast du so lange gebraucht? Halt die Klappe! Jawohl. Wie schön, dich zu sehen. Hey Donald, ich habe diese Socke auf dem Boden gefunden. Deine Initialien sind darauf eingenäht. Wow. Hey, das ist meine. Gib sie mir. Danke, dass du sie gefunden hast. Ich wusste gar nicht, dass du Socken trägst. Tu ich nicht. Ich habe sie geschenkt bekommen und benutze sie, um mein Geschirr abzuwaschen. Jawohl. Oh, Igitt, das sind überall Bissspuren und Spucke drauf. Jemand hat versucht, sie zu essen. Das Maui war? Wo hast du sie gefunden? Sie lag einfach auf dem Boden. Du musst sie verloren haben. Ich frage mich, wie sie dorthin gekommen ist. Du solltest sorgsamer mit deinen Sachen umgehen und das nehmen wir auch. Ich bin gründlich. Die Socke war in meiner Schublade, wo sie hingehört. Sie muss gestohlen worden sein, direkt aus meinem Haus. Es läuft also ein Sockendieb herum. Warum sollte jemand deine Socke stehlen wollen? Ich weiß nicht, Donald. Das scheint unwahrscheinlich zu sein. Ja, wir nehmen das erste Mal. Ja, genau. Ich wusste, du würdest mir glauben. Gut so. Nicht nur meine Socke ist verschwunden. Alle möglichen Sachen sind aus meinem Haus gestohlen worden. In den letzten Nächten habe ich ein paar seltsame Lichter gesehen, die durch den Himmel über dem Strand geflogen sind. Außerirdische, hä? Seltsame Lichter am Himmel? Ja, genau. Es ist eine Art sockenklauendes UFO. Aha. Aber niemand sonst glaubt mir. Sie denken, ich erzähle irgendwelche Märchen. Ich glaube dir, Donald, ich brauche mehr Beweise. Ach was, so etwas wie ein sockenklauendes UFO gibt es nicht. Ich brauche mehr Beweise, nehmen wir. Du willst Beweise? Schauen wir uns den Tatort an.
Du solltest dich besser in meinem Haus umsehen. Die Außerirdischen haben ein riesiges Chaos. Oh, ja, ein riesiges Chaos angerichtet. Hier muss es doch einen Hinweis geben. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ist der niedlich, ne? Genauso wie der Hase da hinten. So. Wir gehen jetzt aber erstmal in den Wald. Und schauen mal, dass wir mehr Eisen bekommen. Hier können wir mal gucken, ob wir die auch weggekloppt bekommen. Und können uns mal den anderen Teil dann angucken, ne? Aber die können wir gar nicht... Jetzt bin ich gerade ein bisschen enttäuscht, ne? Ich dachte, die können wir damit auch weghauen. Da habe ich mich wohl getäuscht. Aber wir müssen doch irgendwie in den anderen Teil des Waldes kommen. Da hinten ist eine Truhe, die holen wir uns. Mit der Schaufel hatte ich ja schon probiert. Da bekommen wir die Teile auch nicht mit weg. Ja, wir gehen mal schauen. Vielleicht gibt es ja einen Weg. Ich dachte hier, die Teile können wir dann damit auch weghauen hier, ne? Aber scheinbar nicht. Das ist natürlich... Nee, mit der Schaufel kann ich ja gar nichts anrichten, ne? Da habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das können wir auch nicht wegschlagen. Naja, dann holen wir uns erstmal das Erz da hinten. Dann müssen wir wohl erstmal mit einer anderen Quest weitermachen. Zum Beispiel bei Donald Beweise sammeln, ne? Ja, vielleicht. Müssen wir ja auch hier durch. Aber hier brauchen wir 10.000 Dreamlight. Das heißt... Wir brauchen ja in anderen Gebieten weniger. Also haben die auch mit Sicherheit eine höhere Priorität, eher entdeckt zu werden, ne? Gut. Ich hätte jetzt gedacht, wir können mit der Spitzhacke wirklich auch die Wurzeln weghauen, ne? Aber nö. Ja, vielleicht müssen wir auch erstmal für den, ich weiß jetzt wieder nicht schnell, wie der heißt, der neue Typ, den wir auch hier aus dem Wald haben. Na. Ja, aber für die Steine braucht die Spitzhacke genauso lange, ne? Na gut. Dann müssen wir uns erstmal nach einer anderen Quest umsehen, ne? Nützt ja nix. Es ist, wie es ist, ne? Ich möchte mal die Waschbären füttern, Leute. Einmal haben wir das ja schon getan. Wir brauchen auch Hartholz. Wollen wohl nicht gefüttert werden. Wo ist er denn jetzt? Der Schlawiner. Na gut. Wir suchen uns mal eine andere Quest. Friedensstifter. Da brauchen wir auch jede Menge. Obstsalat, Meeresfrüchte, Platte. Na, da können wir mal danach gucken, ob wir das eventuell machen können. Hier brauchen wir roten Bartfaden zweimal.
Und hier brauchen wir noch jede Menge, ne? Nach dem Lehm wollten wir ja auch mal schauen. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Donald. Beziehungsweise können auch erstmal gucken, ob wir den roten Bartfaden finden. Das ist kein roter, oder? Ja doch, ich glaube schon. Kann aber auch rot-weißer sein, ne? Oder rosaner. Ja, okay, dann haben wir das. Dann haben wir das. Sehr gut. Ja gut, das reicht ja auch. Ja gut, wir haben das Inventar voll, dann gehen wir gleich mal das Inventar leer machen. Und dann... Ah, können wir nicht. Gut. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Werkbank. Dann können wir gleich mal Eisenbahn machen. Drei Stück, ne? Für einen brauchen wir fünf Stück. Die sind aber sehr, sehr teuer. So, was brauchen wir hier noch? Ich sehe hier bloß keine Feuerschale, ne? Ah, hier, okay. Granit-Feuerschale. Können wir machen. Let's go! Vielleicht bekommen wir ja dann irgendwann nochmal ein Werkzeug, womit wir auch diese Holzstumpen wegmachen können, ne? Diese Baumstumpen. So. Und dann würde ich sagen, bringen wir das jetzt erstmal weg. Gehen zu Donald, Beweise sammeln. Und dann schauen wir weiter. Da ist er ja schon, der Dicke. Komm her. Oh, hey. Hey, sieh mal, wer da ist. Ich. Hab dich schon gesehen, Maui. Haben wir etwas für ihn? Weiß. Nee, haben wir nicht. Gut, dann schließen wir die Aufgabe ab. Oder wir können auch eine Diskussion mit ihm führen. Ne? Müssen wir mit Mickey übrigens auch. Aha. Jens, ich habe eine Frage für dich. In welches Tier ist es deiner Meinung nach am besten, sich zu verwandeln? In einen listigen Käfer, einen furchterregenden Hai oder in einen imposanten, mächtigen und riesigen Falken? Definitiv der Falke. Mir gefällt die Idee, als Käfer herumzuschleichen. Ich persönlich hätte gerne einen Haifischkopf. Definitiv der Falke. Haha! Gute Wahl! Du bist stark und du kannst fliegen. Es gibt buchstäblich keinen Nachteil, ein Falke zu sein. Sehr gut. Du bist wirklich der Knüller-Zwerg. Ja, ja, du bist der Knüller-Riese. Gut, wir müssen weiter. Ich hab erstmal was für dich. Wir müssen nicht weiter. Bleib mal ganz ruhig. Okay. Was du tun sollst, bring das Feuer ins Dorf. Sie werden dich dafür lieben. Das verspreche ich dir. Danke, Zwerg. Ja gut, dann werden wir das hier mal irgendwo aufstellen, wa? So, so groß ist die ja nicht. Die passt auch hier irgendwo hin. Ja, ich würde sagen, hier so, ne? Let's go! Okay, jetzt brennt's. Und da ist ja auch schon unser Donald, aber wir müssen ja erstmal nach Hause und dann nehmen wir den gleich mal mit. So, Donald, du kommst jetzt mal mit. Wir gehen Beweise sammeln. Und dann hängen wir gleich mal mit dir ab. Haben wir etwas für ihn? Nee. Lass uns abhängen. Oh, Junge, das klingt super, Jens.
So, wo ist denn Mickey? Ich will mal eine tägliche Diskussion mit dem führen. Guck mal, Mini schleicht auch hier rum, ne? Hier ist Mickey. Wir müssen also hier hoch. Bleib mal hier, mein Guter. Hallo! Bin ich froh, dich zu sehen. Darf ich dich was fragen? Du kannst mich alles fragen. Wir sind Freunde. Wie kannst du nur immer so glücklich sein? Bist du jemals in Schwierigkeiten geraten? Wer ist dein Lieblingsfreund? Wie kannst du nur immer so glücklich sein? Das fragen wir. Eigentlich bin ich das nicht. Ich werde wütend und traurig, wie alle anderen auch. Aber ich versuche immer, das Gute in jedem Tag und jeder Person zu finden. Bis ganz bald! Gut, dann können wir das einsammeln. Bis ganz bald, Mickey. Gut, das Festnetztelefon hat gerade wieder unnötigerweise geklingelt. Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Wenn nicht, stören wir uns nicht dran. Ich werde aber eine kurze Stelle rausschneiden. Sag einfach Maui. Oder habe jetzt an dieser Stelle eine kurze Stelle rausgeschnitten. Vielleicht habt ihr das bemerkt. Gut. Dann gehen wir mal zu Donald und schauen nach den Beweisen. Boah, Alter, du hast ja wieder eine Unordnung hier gemacht. Wir haben doch kaum erst aufgeräumt. Okay, wir haben einen Teil erhalten. Ein seltsames Gerät. Was ist das? Ich glaube, es handelt sich um eine Art außerirdische Technologie. Es ist einfach nur Schrott. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Na, wir spielen mal mit. Ich glaube, es handelt sich um eine Art außerirdische Technologie. Ha! Das beweist es. Wir haben hier einen Haufen sockenklauender Außerirdischer. Sie müssen es verloren haben, als sie meine Sachen gestohlen haben. Es macht ein piependes Geräusch. Moment mal, es piepst lauter, wenn ich es in die Nähe meiner Socke halte. Hast du das gesehen? Als der Sabber von der Socke auf das Dingsbums fiel, leuchtete es auf. Es steht etwas auf dem Bildschirm. DNA-Übereinstimmung, Autorisierung 33% vollständig. Was soll das heißen? Das ist doch absurd. Ich glaube, es bedeutet, dass dieses Ding dem gehört, der auf deiner Socke herumgekaut hat. Wenn wir noch ein paar DNA-Proben finden könnten, würde dieses seltsame Gerät funktionieren. Das ist wirklich schlau, Jens. Vielleicht führt uns das direkt zu den Sockendieben. Und beweist allen hier, dass ich recht hatte. Ich werde nach weiteren fehlenden Socken oder Lichtern am Himmel Ausschau halten. Du wirst vielleicht ein bisschen warten müssen. Ich habe die Lichter nur ab und zu gesehen. Ich behalte dieses Dingsbums vorerst und wasche diese Socke. Warum würde jemand auf einer Socke kauen? Das ist ekelhaft. Okay. Da haben wir das Rätsel also erstmal gelöst. Und dann... Okay. Wir gehen mal zu Maui und dann suchen wir Christoph halt einfach.
Maui ist hier. Hier ist er, ja. Gut. Der hat doch noch gar kein Haus, der Christoph, oder? Komm schon her! Gut, erstmal Maui. Sieh nur, jetzt hast du Feuer und eine verbesserte Spitzhacke. Das alles hast du mir zu verdanken. Maui, Halbgott und Held der Menschheit. Erzähle es deinen Freunden. Hey! Hey, lass uns in Zukunft mehr solche Taten vollbringen. Das hat Spaß gemacht. Wir haben ein neues Level und eine neue Tapete, wie es aussieht. Hey, ein sonniger Tag. Den gäb's nicht ohne mich. Okay. So, wo ist Christoph jetzt? Der sieht so aus, als wenn er bei Dagobert ist. Komm, Donald, wir gehen deinen Onkel besuchen. Wie wär's mit einem kleinen Plausch? Nee, wir sprechen erstmal mit Christoph. Oh, hey, warte. Können wir reden? Ja, Christoph. Ich hab Zeit für dich. Für meine Freunde immer. Danke, ich bin froh, dass du mich als Freund siehst. Denn das ist ein bisschen seltsam. Also, während Donald auf der anderen Seite des dunklen Portals war, habe ich für eine ziemlich lange Zeit im Wald gelebt. Ging es dir da draußen gut? Wie hast du allein überlebt? Warum bist du nicht einfach zurück zum Dorf gekommen? Ja, das nehmen wir. Ich wollte zur Stelle sein, falls Donald mich braucht. Als er zurückkam, sagte er, er sagte eine Menge, unter anderem, dass ich offensichtlich keine Seife gefunden habe. Ich bin es gewohnt, im Wald zu leben, aber ich nehme mal an, es ist nicht jedermanns Sache. Würdest du mir bei der Herstellung einer Seife helfen? Es ist eine nützliche Fähigkeit. Klar, dann kannst du aufhören, das ganze Tal zu verpesten. Es ist eine nützliche Fähigkeit. Praktisch. Ich mag diesen Standpunkt. Nun, für die Herstellung von Seife brauchen wir Lauge. Ich will dir keine Angst machen, aber die Herstellung ist ziemlich kompliziert, okay? Vielleicht solltest du dir Notizen machen. Aha. Für die Lauge brauchen wir Asche. Ich habe die nie im Dorf gefunden. Ich schätze, ich weiß, woher du sie bekommst. Aha. Ich schätze mal, du musst etwas verbrennen. Huh? Warte, bevor du noch was anbrennen lässt. Als ich damals im Wald feststeckte, habe ich in der Nähe der eisigen Höhen ein Lagerfeuer gemacht. Wenn du dort ein paar verbrannte Holzscheite findest, kannst du sie an einer Werkbank zu Asche zerreiben. Bringe ich dir die Asche, was soll ich als nächstes machen? Es ist immer noch definitiv nicht Lauge. Nein, du musst die Asche wie jedes andere Gericht kochen, um die Lauge zu gewinnen. Wenn du das geschafft hast, komm zu mir und ich erkläre dir, was dann zu tun ist. Okay, verstanden. Ja! Super! Ich werde herausfinden, was wir sonst noch brauchen. Während du die Lauge herstellst, denk daran, mein Lager befindet sich im Wald nahe des Eingangs zu den eisigen Höhlen. Wiedersehen. Oder Höhen, ne? Höhen stand ja da. Ich habe Höhlen gelesen. So, gut. Würde ich sagen, gehen wir das gleich nochmal suchen. Ne? Dann können wir uns vielleicht auch gleich nochmal ein paar Edelsteine holen. Und können gleich noch mal nach Eisen schauen. Cool, Donald ist Level 3. Und wir haben hier irgendwie wahrscheinlich ein Motiv bekommen, ne? Dann gehen wir mal in die Nähe der eisigen Höhen. Mir ist da bis jetzt noch keine Asche aufgefallen, aber vielleicht liegt ja jetzt welche da, ne?
würde meinen, das könnte möglich sein. Ah, okay. Jetzt gibt es hier ein Lagerfeuer. Sehr gut. Zerreibe die verbrannte Holzscheite an einer Werkbank zu Asche. So, wir wollten ja nochmal, oder beziehungsweise ich wollte nochmal nach den Rohstoffen hier gucken. Nice. Ja, da war aber nicht viel Eisen dabei, oder? Gar nichts. Neues Herstellungsrezept. Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Ach, wieder die falsche Taste. Ach, hier eine Blume. Okay. Na gut. So. Gehen wir nochmal an die andere Stelle. Bauer Aquamarina, wir können auch mal am Brunnen vorbeigehen. Denn vielleicht können wir ja demnächst auch wieder das nächste Türchen öffnen. So, und ich wollte mal mit Vienna sprechen. Vielleicht, weiß nicht, ich glaube, die verrät uns, was wir für den... Und vergiss nie, deine was wir für den Meeresfrüchtesalat alles ja, stimmt. Brauchen, ne? Der Ozean ist ein Freund von mir. Okay. Friedensstifter, was soll ich machen? Hilf mir für Maui, einen Meeresfrüchtesalat, einen Obstsalat und eine Meeresfrüchteplatte zu machen. Remi erzählte mir, dass der Meeresfrüchtesalat mit jeder Art von Meeresfrüchten, die man mag, und Salat zubereitet wird. Okay, der Salat hat gefehlt. Der Obstsalat kann mit jedem Obst zubereitet werden, den du zur Hand hast. Und für die Meeresfrüchteplatte werden zwei beliebige Arten von Meeresfrüchten verwendet. Auf Wiedersehen! Gut. Ich hatte ja Seetang mit reingemacht, aber wir brauchen eindeutig Salat, ne? Ich weiß gar nicht, eigentlich müssten wir die Meeresfrüchte noch da haben. Oder noch genug jedenfalls. Und Salat können wir uns ja hier schön holen. Zu sehen. Zumindest Samen. Ja, komm, wir nehmen mal 10 Stück mit. So, und dann können wir gleich noch mal gucken. Dann können wir gleich noch mal was verkaufen, ne? Die beiden Aquamarine können wir verkaufen. Genau. So. Die Eisen waren natürlich nicht. Die Steine verkaufen wir auch mal. Kohle. Das sind so Kleinigkeiten, aber können wir halt verkaufen, ne? Da haben wir genug zu Hause. So, den Obstsalat brauchen wir noch. Okay. Gut, Meeresfrüchteplatte. Wollen wir nicht verkaufen. So. Das war's erstmal. Immerhin 953 und wir haben wieder 7000 Münzen. Sehr gut. Okidoki. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Kaufe Minerale. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal am Brunnen vorbei. So, verkaufe ein Mineral. Bereite zwei Gerichte zu. Ändere dein Outfit. Bei Sammeln. Ernte Knoblauch. Verkaufe Früchte.
Ernte Blaubeeren. Füttere die Waschbären mit ihrem Leibgericht. Füttere die Waschbären. Okay, das war's. Gartenarbeit. Kaufe Samen im Wald der Tapferkeit. Ernte unterschiedliche Gemüse. Okay. Koche auf Früchten basierende Gerichte. Koche 2-Sterne-Gerichte oder besser. Koche auf Fisch basierende Gerichte. Koche 5-Sterne-Gerichte. Sehr gut. Freundschaft. Habe 10 Dorfbewohner auf Freundschaftslevel 2. Bergbau. Baue Smaragde ab. Baue Aquamarin ab. Baue Aquamarin ab. Gut, das können wir noch nicht. So, dann. Kieselsteine. Gut, das ist alles was Neues, ne? Rote Alge, die haben wir noch nicht. Weiße Glockenblume, die ist auch neu. Okay. Schauen wir nochmal Bekleidungssets. Aber. Na gut, hier geht's weiter. Ach, das bekommen wir von Vajana, wa? Oder wie? Oder haben wir das schon? Nee. Ja, doch. Müssen wir haben. Gut. Bei Event. Entferne Nachtdornen. Da brauchen wir noch 12 Stück. Baue auf dem Hauptplatz ab. Okay. Beginne tägliche Diskussionen mit Mickey. Verbringe eine Stunde mit Vajana. Gut, dann wissen wir, wem wir das nächste Mal als Begleiter mitnehmen. Abbauen können wir auch auf dem Hauptplatz, ne? Und Nachbarn entfernen natürlich auch. So. Was wollte ich jetzt noch? Ach, ich wollte schauen, ob wir eventuell was einlösen können. Gut, die haben wir schon gesammelt. Gut, unter den Augenglitzern brauchen wir als Mann eigentlich nicht, ne? Genauso wenig wie hier so ein Weihnachtskostüm. Wir werden uns natürlich trotzdem was kaufen müssen. Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Die Dorfbewohner zählen auf dich, mein Freund. Also gib niemals auf. Sehr gut. So, folgendes. Wir schauen noch mal auf die Aufgaben. Ach genau, den Salat wollte ich einpflanzen. So, den Wald hinter sich lassen. Okay, das müssen wir ja machen. Mysteriöse Wrack. Wie viel Eisenbahn brauchen wir nochmal? Ja. Gut, 4 Stück brauchen wir noch. Hartholz haben wir auch noch nicht so viel, ne? Gut, dann pflanzen wir den Salat an. Schauen nochmal nach dem... Nach dem... Rezept für Gustav. Ich. Nee, Spaß, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ah, hier steht's ja. Okay, aber nicht der Name. So, dann pflanzen wir erstmal den Salat ein. Und die beiden Möhren auch noch dazu. Dann sind wir die Samen schon mal los. So, jetzt muss ich mal ganz fix was gucken, ne? Nee, das wollte ich nicht. Bei der
Gießkanne steht auch eine 2 und bei der Schaufel. Ach so. Ah. Guck mal, da ist ja die Vienna. Hey! Da werden wir die gleich mal fragen, ob sie mit uns abhängen will. Ich gehe heute segeln, aber ich schätze, das überrasche ich nicht. Lass uns über die Natur reden. Ah. Seit ich sehr klein war, konnte ich spüren, wie der Ozean nach mir rief. Gibt es einen Ort in der Natur, der dich glücklich macht? Das ist eine schwierige Entscheidung. Ich liebe die Natur. Ich bleibe am liebsten drin. Nee, wir nehmen das. Das ist großartig. Für mich ist es definitiv das Meer. Auch wenn es mir manchmal schwerfällt, herauszufinden, was es will. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, was ist dein Lieblingsort von der Natur? Ich liebe den Wald, ich liebe den Ozean. Ich liebe die Berge. Ich habe die Berge hier nur aus der Ferne gesehen, aber ich war noch nicht dort. Die Aussicht ist sicher atemberaubend. Danke. So, dann fragen wir sie mal, ob sie abhängen will. Hallo. Was für ein toller Tag zum Segeln. Lass uns abhängen. Das würde mich freuen, Jens. Danke der Nachfrage. Was für eine tolle Gegend. Was für eine tolle Gegend, hat er gesagt. So. Dann schauen wir noch mal nach der Asche-Sache. Hier. Genau. Okay, haben wir das? Koche die Asche in der Kochstation. Das werden wir mal am alten Ofen machen. So. Beziehungsweise alt ist der ja auch noch nicht. Bloß den guten wollen wir uns nicht einsauen, ne? Sehr gut. Bringe Christoph. Christoph heißt er. Die Lauge. Und der Salat ist schon reif. Warte mal. Ja, gut. Wo ist denn Christoph jetzt? Dann bringen wir ihm die Lauge noch. Der ist im Wald. Du, ich bräuchte deine Hilfe. Hey! Die Lauge sieht fantastisch aus, Jens. Gute Arbeit. Ja. Okay, die nächste Zutat, die wir für Seife brauchen, ist Öl. Ich verwende normalerweise Karottenöl. Gut, dass wir welche angepflanzt haben. Sicher, das könnte man machen. Aber warum nicht mal was anderes? Lass uns etwas Neues hinzufügen. Maui hat ziemlich tolle Haare. Wir sollten herausfinden, was er dafür benutzt. Ich werde ihn fragen. Ich schätze mal, es muss etwas mit Kokosnüssen zu tun haben. Ja. Er liebt es, über sich selbst zu reden. Daher wird es einfach sein, die Info zu bekommen. Ja, Maui ist nicht wirklich schüchtern, oder? Hey, danke. Gut, vielleicht laufen wir Maui noch über den Weg. Da ist er ja. Hey, du Zwerg, hilf mir mal. Hallo. Hallo, Jens, was kann ich für dich tun? Maui ist immer für dich da, es sei denn, ich habe was zu erledigen. Und ich habe eine Menge zu erledigen. Ich möchte Christoph bei der Herstellung von Seife helfen und dachte, du hättest vielleicht eine geheime Zutat, die dein Haar so glänzend macht. Was ist dein Geheimnis? Das würde ich gerne wissen. Wie ist deine Routine? Ich gehe nicht ohne dein Geheimnis. Was ist dein Geheimnis? Das würde ich gerne wissen. Ah, würde das nicht jeder? Hm. Nun, nichts wird das Haar von jemandem so toll aussehen lassen wie meins. Aber man kann es annähernd so gut hinbekommen. Ich habe ein Wort für dich. Haha! Kokosnussöl! Voll gerne! Gern geschehen!
Sehr gut. Oh, hey. Oh, das wollte ich nicht. Okay, bis bald. Hallo. Warte, können wir reden? Für das Öl brauchen wir Karotten und Kokosnüsse. Bis bald. Gut. 20 Karotten. Gut, hier müssen wir noch mal gießen. Okay. Ich glaube, Karottensamen hatten wir keine mehr. Nee, dann hätte ich die auch mitgenommen wollen. Dann müssen wir welche holen, ne? Gut, Freunde. Aber Kokosnüsse? Okay, haben wir auch kein... Kokosnüsse sind doch hier. Gut, Kokosnüsse haben wir hier und zwei Möhren bloß, ne? Aber warum kriege ich dann die Kokosnüsse nicht angezeigt? Naja, gut. Sammle die Zutaten für die Seife für Christoph. Ach, dann müssen wir das wahrscheinlich hinbringen, ne? Okay, Leute. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich wollte das Radio auch mal anmachen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bei Jenna zeigt euch den Rücken. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und zeigt es mir damit. Kommentiert auch gerne und über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen, weil ihr dann einfach nichts mehr verpassen könnt. Alles völlig kostenlos und wenn ihr zusätzlich noch das Glöckchen aktiviert, werdet ihr sogar über jede Neuigkeit benachrichtigt. Bleibt mir gesund, meine Freunde, und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Jens.